Grüße herzlich auf die Insel Reims. Ich möchte Sie heute, sehr geehrte Damen und Herren, darüber informieren, dass gestern in Brandenburg ein amtlicher Verdacht der afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschweinkadaver festgestellt wurde. Die Fundstelle des Kadavers liegt wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Spree-Neiße-Gebiet. Und der Verdacht wurde gestern vom Landeslabor Berlin-Brandenburg festgestellt. Und es ist klar, dass dann eine solche Probe in unser nationales Referenzlabor geht, dann nämlich zu unserem Friedrich-Löffler-Institut auf die Insel Reims. Und unmittelbar danach ist eine Probe dann auf dem Weg gewesen auf die Insel Reims in unser Institut. Heute Nacht wurde das Ganze analysiert. Heute früh lag das Ergebnis vor und der Verdacht hat sich leider bestätigt. Wir haben einen ersten Fall der afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein im Spree-Neiße-Kreis. Und die Seuche, die beschäftigt uns seit längerem. Sie ist in Europa präsent, stark auch über Osteuropa kommend. Klar betonen möchte ich aber an dieser Stelle, weil es viele Verbraucher auch umtreibt. Und das sehen wir auch an den Fragen, die uns jetzt schon erreichen. Eines ganz klar, die afrikanische Schweinepest ist für den Menschen ungefährlich. Auch vom Verzehr von gegebenenfalls kontaminiertem Fleisch gehen keinerlei Gefahren für die Gesundheit beim Menschen aus. Es handelt sich nicht um eine Zoonose. Für Schweine ist die afrikanische Schweinepest fast immer tödlich. Das gilt für Wildschweine, das gilt für Hausschweine, wenn sie damit in Kontakt gekommen sind. Daher setzen wir bereits seit mehreren Jahren auf eine sehr zielgruppengerechte Aufklärungs- und auch Präventionskampagne auf Maßnahmen zum Schutz vor der afrikanischen Schweinepest. Wir sind lange davor verschont geblieben und wir informieren und sensibilisieren fortlaufend. Und zwar diejenigen, die häufig unterwegs sind, auch pendeln zwischen von ASP bei Wild- oder Hausschweinen betroffenen Ländern, die zwischen Deutschland und diesen Ländern reisen, meist osteuropäische Länder, Abkürzung ASP, afrikanische Schweinepest. Und wir informieren, wir sensibilisieren, das heißt konkret, wir richten uns mehrsprachig ganz gezielt an Jäger, an Landwirte, an Fernfahrer zum Beispiel, aber auch an Pflegekräfte, die alle paar Monate wechseln und auch nach Deutschland kommen oder auch an die Bundeswehr. Wie machen wir das? Unter anderem mittels Auslagen in verschiedenen Sprachen in den Zügen, durch mehrsprachige Plakate an Raststätten, durch Informationsbroschüren und auch über soziale Medien. Der ein oder andere kennt auch unsere nicht nur Plakate, sondern auch Anzeigen dazu für die Sensibilisierung. Wir hatten ganz eng und sind sehr eng auch mit dem Bundesverteidigungsministerium und dem Bundesgesundheitsministerium. Wir haben deshalb Bundeswehrkräfte und Pflegekräfte, die häufig innerhalb Europas grenzüberschreitend unterwegs sind, sensibilisiert. Denn die afrikanische Schweinepest kommt nicht nur auf vier Beinen, sondern häufig auch auf zwei Rädern über Landesgrenzen. Und deshalb will ich sagen, die Betriebe werden von uns auch regelmäßig darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsmaßnahmen der Schweinehaltungshygieneverordnung strikt einzuhalten sind. Und ich möchte Sie auch informieren über die bereits getroffenen Vorkehrungen für den Ernstfall. Wir sind vorbereitet. Neben den umfangreichen Präventions- und Aufklärungsarbeiten haben wir den Ernstfall nicht nur vorbereitet, sondern auch geprobt. Auch grenzüberschreitend haben wir ihn geprobt. Wir haben im Übrigen, das habe ich sehr frühzeitig gemacht, auch in meiner Amtszeit schon zu Beginn, Änderungen im Tiergesundheits- und im Bundesjagdgesetz vorgenommen und deshalb auch dafür gesorgt, dass die zuständigen Behörden im Ausbruchsfall folgende Anordnungen treffen können. Und ich möchte Ihnen die sechs Punkte nennen. Erstens, Einschränkung des Personen- und des Fahrzeugverkehrs innerhalb bestimmter Gebiete. Es geht um die Gebiete dort, wo die afrikanische Schweinepest aufgetreten ist. Zweitens, Absperrung eines bestimmten Gebietes. Drittens, Beschränkung oder Verbote der Jagd. Viertens, Beschränkung oder Verbote der Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen, um einer Auswanderung, Verbreitung der Wildschweine, die möglicherweise das Virus in sich tragen, zu vermeiden. Fünftens, Anlegen von Jagdschneisen
und vermehrte Fallwildsuche, um die Infektionsmöglichkeiten gesunder Wildschweine zu minimieren. Und sechstens Möglichkeit, dass gegebenenfalls Dritte, also Forstbeamte oder Berufsjäger, beauftragt werden können, eine verstärkte Bejagung des Schwarzwildes dann vorzunehmen. Ich möchte Ihnen auch noch erläutern, was, welche Auswirkungen, welche nächsten Schritte jetzt anstehen. Wir sind in engem Kontakt mit Brandenburg auch. Und ich möchte klar betonen, was jetzt die wirtschaftlichen Auswirkungen anbelangt. Der Handel innerhalb der Europäischen Union, der kann weitgehend aufrechterhalten werden. Die ASP-Regionalisierungsmaßnahmen sind innerhalb der EU anerkannt. Wir haben als Deutschland sehr stark dafür gekämpft und es erweist sich jetzt als gutes Agieren zur rechten Zeit, als eben noch kein Fall aufgetreten ist in Deutschland, dass wir uns so stark für die sogenannten Regionalisierungsmaßnahmen innerhalb der EU eingesetzt haben. Was heißt das konkret? Dass der Handel nur für die im einzurichtenden Restriktionsgebiet liegenden Betriebe eingeschränkt wird. Das heißt konkret, Brandenburg wird benennen und Brandenburg wird nachher um 12 Uhr eine Pressekonferenz in Potsdam abhalten, auch mit dem Landesveterinär und mit der zuständigen Gesundheitsministerin. Und Sie werden weiter informiert werden, auch über die konkreten Schritte des Landes vor Ort. Und wenn es ein Restriktionsgebiet gibt, das eingegrenzt ist, das klar definiert ist, dann ist klar, dass die Betriebe, die dort drin liegen, eben dass dort eben keine Ausbringung bzw. kein Fleisch gehandelt wird. Das heißt, dieses Gebiet dann verlässt. Das gilt auch zum Schutz eben anderer Betriebe. Wir können jetzt noch nicht sagen, welche hausschweinhaltenden Betriebe betroffen sind. Zudem ist unser Ministerium über die EU-Kommission, das ist wichtig, wir machen das gemeinsam in der EU, seit längerem intensiv im Gespräch mit Drittstaaten, um Vereinbarungen zu Regionalisierungsmaßnahmen zu treffen. Das geht als gesamte Europäische Union, diese Verhandlungen, die sich natürlich nicht als einfach gestalten. Wie geht es jetzt konkret weiter? Es greifen nun die Vorgaben der nationalen Schweinepestverordnung und insbesondere zum Schutz der Haustiere, der Hausschweine. Das will ich sehr deutlich sagen. Für den Menschen ist die ASP nicht gefährlich. Aber natürlich für die Schweine, für die Hausschweine, für die Wildschweine. Und deshalb ist das jetzt natürlich eine Nachricht, die die Tierhalter auch in Sorge versetzt. Die zuständige Behörde in Brandenburg wird nun und muss nun alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um erstens einen Überblick über die Seuchensituation vor Ort zu erhalten, zweitens, um eine Weiterverbreitung der Seuche zu verhindern und es geht auch drittens darum, dass, wie gesagt, die anderen Betriebe, je nachdem, wer überhaupt betroffen ist, geschützt werden. Zu unseren weiteren Schritten als BML. Wir werden den zentralen Krisenstab Tierseuchen aktivieren. Wir sind vorbereitet. Sie kennen das Leitfaden Krisenmanagement. Wir haben ein eingespieltes Team, ein eingespieltes Wissen dahingehend. Und das Aktivieren bedeutet, dass wir die Länder mit einbeziehen, dass wir sehr intensiv informieren. Und wir sind, und das ist der zweite Punkt, natürlich in engem, im fortlaufenden Kontakt mit der Europäischen Kommission, die Informationen von uns erhält, nicht nur über den Verdacht, sondern auch die Bestätigung, aber auch mit der Weltorganisation für Tiergesundheit, die OIE, die Sie auch kennen, aber auch mit unseren Handelspartnern. Und drittens, wir werden natürlich das Thema Regionalisierung weiterhin auf dem Schirm haben und vorantreiben. Und wir werden Sie als Öffentlichkeit, als Medien und natürlich die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch die Tierhalterinnen und Tierhalter, das heißt auch die Verbände, fortlaufend informieren. So viel von mir dazu, zu dem ersten Fall. Ein Wildschwein in einem Kreis ist gefunden worden und insofern sagen wir, wir verschaffen uns jetzt einen Überblick in dieser Sache. Herzlichen Dank. Herr Mettenleiter, gerne. Ja, vielen Dank. Dem ist wenig hinzuzufügen. Wir haben ja in unserer Risikoeinschätzung in unserer letzten auch darauf hingewiesen, dass das Risiko der Einschleppung der afrikanischen Schweinepest in der Zwischenzeit auch durch migrierende Wildschweine
als hoch angesehen wird. Es hat im Spätjahr des letzten Jahres eine Bestwertsausbreitung in Polen gegeben. Wenn man sich jetzt die Fälle anguckt, dann sieht das so aus, als ob dieser neue Fall zu diesem westpolnischen Cluster gehören könnte. Ich bin da noch sehr vorsichtig, weil die epidemiologischen Untersuchungen jetzt natürlich erst losgehen. Eindeutig ist die Befundung, wir konnten also die Vorbefunde des Landeslabors Berlin-Brandenburg komplett bestätigen. Es sind 3 Proben gestern Abend angekommen. Alle 3 waren eindeutig positiv. Es bleibt jetzt zu analysieren, ob das ein Einzelfall ist, ob die Infektion sich schon ausgebreitet hat. Und das ist insbesondere nun wichtig für die Suche nach Fallbild, die jetzt sicherlich intensiviert werden wird in dem Gebiet, sodass wir dann auch abschätzen können, wie groß denn das potenziell infizierte Gebiet nun wirklich ist. Das Tier, das beprobt worden ist oder der Kadaver, war offensichtlich schon sehr stark in Verwesung übergegangen. Das heißt, er lag da sicherlich schon einige Zeit und dieser Zeitfaktor spielt in dem Kontext natürlich auch mit eine Rolle. Wir als Friedrich-Löffler-Institut sind zum einen unterstützend tätig im Bereich der Bestätigungsdiagnostik, wie jetzt eben auch heute Nacht, aber auch zum Zweiten, wenn das vom Land Brandenburg und von der Behörden gewünscht ist, sicherlich auch im Rahmen der epidemiologischen Untersuchungen. Kolleginnen und Kollegen von uns sind auf Standby. Das heißt, sobald wir hier jetzt dann fertig sind, dann wird man die Kontakte knüpfen und dann sehen, inwieweit wir dort auch Hilfestellung leisten können. Danke. Danke Ihnen. Vielen Dank für die erste Einschätzung. Gibt Fragen? Frau Schirmacher ist die Erste. Ich würde Sie bitten zu warten, bis Sie das Mikrofon haben, dass sowohl Herr Mettenleiter als auch Ihre Kollegen und die Zuschauer im Livestream auch Ihre Fragen mitbekommen. Ich habe 3 Fragen an Frau Klöckner und eine an Herrn Mettenleiter. Und zwar einmal, wie ist denn der Verhandlungsstand mit China über die Regionalisierung? Können Sie aktuelle Zahlen nennen, wie viel Schweinefleisch nach China gerade geliefert wird? Und wie sieht es mit Verschiebungen dann in andere EU-Länder aus, wenn China quasi Deutschland komplett sperren wird? Könnte da der Absatzmarkt innerhalb der EU reichen? Und an Herrn Mettenleitner wäre die Frage, was meinen Sie mit Zeitfaktor? Sie haben jetzt gesagt, das Tier ist liegt schon länger dort. Also der Zeitfaktor ist entscheidend, also könnten mehr Tiere infiziert werden. Ist das damit gemeint? Ich würde gerne auf die 3 Fragen eingehen, aber werde Sie auch ein bisschen enttäuschen müssen. Das, was Sie jetzt als allererstes wissen wollen, wir müssen, also es geht nicht um Schnellschüsse, sondern es geht jetzt und auch nicht um Panikmache, sondern es geht jetzt um ganz klare, sachliche Analysen. Wir verschaffen uns jetzt einen Überblick. Heute Nacht sind die Proben bestätigt worden. Das heißt, heute Morgen lag das Ergebnis vor. Wir haben jetzt 10.17 Uhr. Insofern glaube ich, sollten wir, und wir werden Sie auf dem Laufenden halten in dieser Frage, will erstens sagen, wir verhandeln über die EU-Kommission, sei es mit China oder mit anderen Drittstaaten. Das Regionalisierungskonzept ist ein Erfolg innerhalb der EU. Und das ist ein Erfolg für die EU, dass wir gegenseitig anerkennen, dass das Fleisch aus Nicht-Restriktionsgebieten weiterhin gehandelt werden kann. Was China anbelangt, da hat bisher noch kein einziges Land eine Vereinbarung mit China. Und deshalb machen wir das, sind wir da permanent miteinander im Gespräch. Wir haben heute Nacht mit China bereits Kontakt gehabt, eine Information gegeben. Unser Staatssekretär Herr Fuchtel ist heute auch in Kontakt. Also insofern möchte ich jetzt weder Zahlen noch auch Einbrüche noch Dramatiken nennen. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht angebracht, auch nicht was Verschiebungen anbelangt. Ich will einfach noch mal die Relation gerade darstellen. Es ist ein Wildschwein gefunden worden, ein Wildschwein in einem Landkreis. Und jetzt werden die nächsten Schritte unternommen und weitere Kadaver gesucht, damit man einschätzen kann, ob es eine Verbreitung gegeben hat, ja oder nein. Und deshalb sage ich, wir verschaffen uns jetzt hier einen Überblick. Genau, das ist der Punkt. Wir haben diesen einzelnen Fall. Natürlich wird jetzt um diesen Fall herum die Kadaversuche intensiviert. Was ich vorher schon sagte, es wird wichtig sein, das infizierte Gebiet wirklich schnell zu identifizieren und dann entsprechend auch abgrenzen zu können. Es ist das erste Mal, dass afrikanische Schweinepest in ein freies Land eintritt. Ich erinnere an die Fälle in der Tschechischen Republik und in Belgien 2017, 2018. Diese beiden Länder haben es geschafft, mit sehr rigorosen, konsequenten Maßnahmen dann auch die Seuche wieder zu tilgen. Und wir sind natürlich gerade an diesem Beispiel auch sehr motiviert, das Gleiche auch bei uns hinzukriegen. Aber es wird jetzt in den ersten Stunden nach dem Befund darauf ankommen, eben dieses infizierte Gebiet
so genau wie möglich zu begrenzen und dann die entsprechenden Maßnahmen, die vorher schon genannt worden sind, dann auch rasch einzuleiten. Alle, Frau Schirmer hat eine kurze Nachfrage, bitte. Ja, und das bedeutet jetzt aber, der Export nach China, das wird gesperrt, oder? Also das wäre ja dann die logische Konsequenz, wenn es keine Vereinbarung gibt. Also nochmal, 10.20 Uhr haben wir jetzt. Heute früh, vor kurzen Minuten, ist die Probe bestätigt worden. Wir sind mit China im Gespräch. Und ich bitte nochmal, keine Panik und schon vorauseilende, also die Dinge schon so zu schreiben, wie sie noch gar nicht beschlossen worden sind. Das kann ich nur sagen, auch im Interesse unserer Schweinehalter. Ich werde Sie heute und auch morgen fortlaufend informieren, auch übers Wochenende. Ariane Reimers, ARD Hauptstadtstudio. Eine Nachfrage zu Ihren sechs Maßnahmenpunkten, Frau Klöckner, die Sie genannt haben. Punkt 1 war, glaube ich, Einschränkung des Personen- und Güterverkehrs. Was bedeutet das genau? Und dann, welche möglichen wirtschaftlichen Folgen kann so ein Ausbruch von afrikanischer Schweinepest nach sich ziehen? Und wie kann oder wie wird der Bund Landwirte unterstützen? Zum einen Punkt, das heißt natürlich, wenn Sie in einem Gebiet sind, also einfach nochmal zu dem Virus, zu der afrikanischen Schweinepest. Hochinfektiös, stabil in dem Sinne, dass selbst hohe Temperaturschwankungen, selbst bei eingefrorenem Fleisch und vielem anderen, ist dieses Virus immer noch infektiös und hochstabil aus dieser Sichtweise. Das heißt, dass geringste Kontaminationen, also sei es mit Blut an den Stiefeln zum Beispiel, sei es, dass jemand Jagdtrophäen mitnimmt aus dieser Region, sei es, dass irgendwelche Gerätschaften miteinander in Kontakt waren, das heißt mit einem Kadaver, mit Blut etc. Das kann sofort dazu führen, übrigens auch, sei es bei Tierärzten, wenn Sie von einem Betrieb, wenn Sie verschiedene zum Beispiel Bestandsbetreuung haben, von einem Betrieb in den anderen gehen. Deshalb haben wir ja eine ganz hohe Auflage, was die Hygiene anbelangt. Also bevor man auch Ställe zum Beispiel betritt. Was heißt das jetzt speziell, wenn ein Gebiet definiert worden ist? Deshalb, da ist Brandenburg dran, wie gesagt, 12 Uhr Pressekonferenz. Wenn dieses Gebiet definiert worden ist, gibt es dort Restriktionen natürlich. Solange wir nicht wissen, wo sind welche, vielleicht Kadaver oder Infektionen, wollen wir natürlich nicht, dass durch einen intensiven Personen- oder Warenverkehr dann etwas außerhalb dieses Gebietes noch verbreitet wird. Das wird genauer definiert werden. Dann, was heißt das für Landwirte? Den Überblick haben wir jetzt noch nicht. Das wird jetzt geschehen, auch durch Brandenburg vor Ort. Wenn das Gebiet festgelegt wird, kann man auch feststellen, gibt es und wenn ja, welche tierhaltenden Betriebe sind dort? Also das heißt tierhaltende, schweinehaltende Betriebe. Das ist wichtig nochmal zu unterscheiden. Es geht um Schweine, um Hausschweine und um Wildschweine. Ganz wichtig ist natürlich, die sind unsere Hygiene oder ist die Hygieneverordnung und dass es auch nicht zum Außenkontakt kommt, das heißt auch zwischen den Schweinen. Bei uns werden Schweine ja anders gehalten, insofern ist dort jetzt nicht von einem Kontakt von Wildschwein zu Hausschwein auszugehen, aber wie gesagt, da setze ich auf Wissenschaft, da setze ich auf Analyse und Befunde. Welche Auswirkungen das haben wird, wirtschaftlicher Art, das wird man dann sehen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Wenn es uns gelingt, und da bin ich sehr zuversichtlich, diese Regionalisierung für Europa, ganz klar jetzt, wir haben sehr schnell gehandelt. Wir haben einen Stab, der zusammentritt, der jetzt aktiviert auch ist und aktiviert wird mit den Ländern zusammen. Wenn wir das klar umgrenzen, so wie Professor Mettenleiter gesagt hat, dass wir so etwas dann eindämmen und eingrenzen, dann ist die Region betroffen dort. Und es gibt im Übrigen auch von der Europäischen Kommission, von der Europäischen Union, gibt es auch Hilfestellungen, denn es ist im Interesse der gesamten Europäischen Union, die afrikanische Schweinepest einzudämmen. Schauen wir nach Polen, dort hat es zum Beispiel Unterstützung gegeben. Über diese Möglichkeiten, wenn das zu quantifizieren ist, werden wir dann auch informieren. Eine kurze Nachfrage gerne. Und gibt es denn vom Bund Hilfen für betroffene Landwirte? Also nochmal, es sind bisher noch keine betroffenen Landwirte festgestellt worden. Und ich verstehe Ihre Fragen, aber ich bitte auch darum, dass wir schrittweise vorgehen. Und am Ende wird es dem Landwirt ziemlich egal sein, ob er die Hilfe vom Bund, vom Land oder von der EU bekommt. Wir sind diejenigen, die da den Überblick haben und alles tun werden, um die betroffen sind, auch zu unterstützen. Danke.
Vielen Dank, Robert Clausen, RTL und NTV. Ich habe drei Fragen. Einmal, könnten Sie vielleicht die Maßnahmen, die jetzt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die das Land Brandenburg treffen wird, noch einmal konkretisieren von den möglichen, die Sie genannt haben, und auch noch mal konkretisieren, welche Maßnahmen Sie jetzt konkret als Ministerium ergreifen. Meine zweite Frage wäre, ob auch Nachforschungen angestellt werden, wie das letztendlich eingeschleppt wurde oder ob man, sag ich mal, nur in die Zukunft schaut und die weitere Ausbreitung jetzt verhindern möchte. Und ob Sie zufrieden sind mit der europäischen Zusammenarbeit, ob Sie sich bisher gut informiert gefühlt haben, auch von den europäischen Partnern. Na, das war eine Bandbreite. Ich glaube, die rufen Sie nochmal auf, eins nach dem anderen. Also noch konkreter kann ich es nicht sagen, was Sie eben gewollt haben, aber dafür, dass Sie es aufzeichnen, dann mache ich das gerne nochmal zu den einzelnen Punkten. Brandenburg, wie gesagt, da will ich jetzt auch nicht vorgreifen. Das wäre weder fair noch sachgerecht. Brandenburg wird nachher informieren. Es sind sechs Punkte, die wir aufgrund der Änderung des Tiergesundheits- und Bundesjagdgesetzes ermöglicht haben. Wenn wir jetzt erst beginnen würden, die gesetzlichen Änderungen für diese Ermöglichung zu schaffen, dann hätten wir einen Fehler gemacht. Und deshalb habe ich sehr frühzeitig, als ich ins Amt kam als Ministerin und die afrikanische Schweinepest in Europa präsent war, nicht in Deutschland, alle Vorkehrungen getroffen, rechtlicher Art, dass folgende Punkte jetzt möglich sind, die notwendig sind, damit die afrikanische Schweinepest nicht weiter von einem Fundort unbedacht ausgebreitet wird. Das sind erstens Einschränkungen des Personen- und Fahrzeugverkehrs innerhalb bestimmter Gebiete. Zweitens Absperrung eines bestimmten Gebietes. Es wird definiert werden, Brandenburg wird nachher auch nennen, Ortschaften etc. Drittens Beschränkungen oder Verbote der Jagd. Viertens Beschränkungen oder Verbote der Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen. Also das heißt auch, gut, jetzt haben wir aber natürlich, die Ernte ist drin. Es hat halt immer was damit zu tun, ob Wildschweine jetzt mitten in den Feldern sich verstecken und wenn dort landwirtschaftliche Flächen bearbeitet werden, dann hat das natürlich Ausbreitungen zur Folge der Wildschweine. Fünftens Anlegen von Jagdschneisen und vermehrte Fallwildsuche und sechstens die Möglichkeit, dass gegebenenfalls Dritte, wenn wir nicht genügend Jäger haben oder unmittelbar da sind, wir haben genug Jäger, sehr gute Jäger, aber dass wir dann Forstbeamte oder Berufsjäger beauftragen, eine verstärkte Bejagung durchzuführen vom Schwarzwild. Das ist der Punkt. Unsere weiteren Schritte sind natürlich, also ich will jetzt sagen, für Brandenburg, klar, man verschafft sich einen Überblick über die Seuchensituation vor Ort und will natürlich eine Weiterverbreitung verhindern. Wir haben erstens den nationalen Krisenstab, der wird aktiviert. Wir sind im Kontakt mit der Europäischen Kommission, wir sind im Kontakt mit der Weltorganisation für Tiergesundheit und mit unseren Handelspartnern. Wir werden fortlaufend informieren. Wir sind dann auch natürlich nicht nur mit den Ländern, sondern auch mit den unterschiedlichen Verbänden in Kontakt. Und das will ich noch sagen, Herr Professor Mettenleitner, auf der Insel Riems laufen die Untersuchungen weiter. Es ist jetzt bestätigt worden, stark positiv. Aber es kommt hinzu, dass jetzt natürlich das Virus auch charakterisiert wird, dass sich eben das Friedrich-Löffler-Institut noch intensiver jetzt mit dem Virus, auch mit dem, was vorliegt, auch beschäftigen wird. So, jetzt habe ich Ihre erste Frage beantwortet. Ihre zweite war? Nachforschungen angestellt werden, wie das Virus eingeschleppt wurde? Ja, dass Nachforschungen angestellt werden, wie das Virus eingeschleppt wurde, ja, da haben wir ein hohes Interesse dran. Es ist ein Kadaver gefunden worden. Deshalb wird nach weiteren Kadavern jetzt intensiv gesucht, damit man etwa vielleicht Bewegungsprofile auch nachvollziehen kann. Wie Professor Mettenleitner eben sagte, ist davon auszugehen, dass es wohl, dass dieses Wildschwein wohl im Zusammenhang mit der westpolnischen Population zusammenhängen könnte. Die nächste Population, die wir, Herr Mettenleitner, Sie können mich da korrigieren, die wir gefunden hatten oder wovon wir wissen, ist 30 Kilometer entfernt. Das ist der Punkt. Natürlich interessiert uns das. Ich will auch sagen, auch Brandenburg ist sehr aktiv mit einem mobilen Zaun, elektrischen Zaun, ist auch dabei, einen festen Zaunbau vorzunehmen. All das sind ja Präventionsmaßnahmen. Aber ich will auch sagen, in dem Moment, wo auch auf deutscher Seite in einem Zaun ein Tier, das infiziert ist, gefunden wird, ist es auf deutschem Boden. Wir wollen nur die Verbreitung jetzt wirklich einschränken, dass es, soweit es geht, nicht geschieht. Ihre dritte Frage war jetzt?
ob Sie jetzt in der Vergangenheit rückblickend zufrieden waren mit der europäischen Zusammenarbeit, ob Sie sich auch von den anderen Ländern gut genug informiert gefühlt haben. Wir haben eine sehr, sehr enge, einen sehr engen Austausch. Auch unsere Chefveterinäre, auch unser Herr Dr. Rasso, der international unterwegs ist, auch unsere Leiterin des Krisenstabes, unsere Amtschefin Frau Kasch und viele andere sind im Kontakt, auch über unsere Staatssekretäre und auch ich persönlich mit allen meinen europäischen Kolleginnen und Kollegen. Das Thema ASP war mehrfach Thema beim Europäischen Agrarrat. Und natürlich gibt es sehr unterschiedliche Interessen, Länder, die die ASP bereits haben, wo es dann darum geht, wie ist es einzuschränken. Da gibt es über die Grenzen Hilfestellung, auch der Europäischen Kommission natürlich. Und es gibt natürlich dann wiederum andere Interessen der Länder, die es bisher noch nicht hatten. Also wir sind in einem engen Austausch, aber ich mache auch keinen Hehl daraus. Wir hatten ja mit Polen vereinbart, ich war sehr in engen Kontakten mit Polen auch vereinbart, dass wir einen gemeinsamen Zaun bauen mit einer, ich nenne es jetzt mal so, einem sogenannten weißen Korridor. Das ist leider nicht zustande gekommen, nicht weil Deutschland das nicht wollte, sondern weil die polnische Zusage nicht gegeben wurde. Wir waren bereit, auch diesen Zaun zu zahlen. Aber das sind dann, ich glaube, sogar völkerrechtliche Fragestellungen, wenn es darum geht. Ja, Katharina Seiler, NDR. Ich habe zwei Fragen. Einmal, Stand jetzt, sind schweinehaltende Betriebe in anderen Regionen Deutschlands, sind die in irgendeiner Form betroffen? Also gibt es für die jetzt irgendeine Form von Konsequenzen, die sie einhalten müssen oder die sie ziehen müssen? Und das andere, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass für die Seucheneindämmung und Bekämpfung jetzt ausschließlich Brandenburg in erster Linie zuständig ist? Oder wie weit hängt der Bund da jetzt mit drin? Also der Bund und auch das Friedrich-Löffler-Institut, Mitarbeiter sind auch auf dem Weg nach Brandenburg, schauen sich das Geschehen vor Ort an. Das ist eine gemeinsame Aufgabe natürlich, aber klar ist auch aufgrund des Föderalismus, der Bund kann ja jetzt nicht nach Brandenburg gehen und plötzlich absperren. Ich glaube, da würden sich die Kollegen zu Recht auch dagegen verwahren, auch dass wir plötzlich jetzt Orte definieren, die in dieses Gebiet gehören. Da haben wir gute Erfahrungen in Deutschland gemacht, dass Bund und Länder sehr eng miteinander arbeiten, denn der nationale Krisenstab besteht deshalb aus Bund und Ländern. Wir übernehmen auch die internationalen Informationen, die internationalen Verflechtungen und auch Informationsverpflichtungen. Also wir sind in einem sehr, sehr engen Kontakt mit Brandenburg und das nicht erst seit gestern Abend, sondern die ganze Zeit schon, als es darum ging, auch Übungen zu machen. Auch Bund und Länder, auch grenzüberschreitend mit anderen Mitgliedstaaten, sind bereits Übungen für den Krisenfall auch gelaufen. Also ich würde uns da ungern auseinander dividieren, weil das wirklich der Realität nicht entspricht. Wie sind andere betroffen? Jetzt, es gibt ganz klar die Seuchenhygiene, die Verordnung auch, und das machen Landwirte auch zu ihrem eigenen Schutz. Ich kenne die Schweinehalter wirklich so, dass sie in höchsten hygienischen Standards aus Eigeninteresse auch einhalten. Die Veterinäre sind da hoch sensibilisiert und geschult. Aber nochmal, es ist so wichtig, dass wir jetzt ein Gebiet, ein Restriktionsgebiet definieren, das realistisch ist, damit nicht alle Tierhalter in ganz Deutschland in Anführungsstriche verhaftet werden für einen Pfund in einem Landkreis. Und welche Auswirkungen das haben wird, natürlich werden alle jetzt innerhalb Achtstellung sein, aber das heißt nicht, dass jetzt zum Glück aufgrund unseres Regionalisierungskonzepts Deutschland in Europa jetzt komplett als infiziert gilt. Nein, wir haben einen Pfund in einem Landkreis. Prima. Keine weiteren Fragen auf der Liste. Ich darf mich für Ihr Kommen bedanken. Wir werden Sie zum Thema weiter auf dem Laufenden halten und informieren. Dankeschön. Danke Ihnen. Wiedersehen auf die Insel Riems. Tschüss, Herr Professor. Tschüss.